Hi liebe Leute, ich bin's wieder, Marc. Heute ein kurzes Video zum Thema Vario-Stütze. Haben den richtigen Hebel, ihr seht es hier. Und ihr habt noch keine, wäre jetzt die Frage, warum nicht? Das hier ist ein Cross-Country-Marathon-Fahrrad, also seht ihr hier super leicht. Und die Marathon- und Cross-Country-Kurse werden auch immer anspruchsvoller, deswegen auch hier mit Vario-Stütze. Wenn ihr sagt, ach, ich brauche das nicht, das ist mir zu schwer oder so, probiert es auf jeden Fall mal aus, man hat sehr viele Vorteile. Also ich empfehle euch, nehmt eine mit verstellbarem Fernbedienung hier. Das ist manchmal intern verlegt, manchmal muss man halt außen dann ein Kabel haben. Und dann kann man wirklich situativ mit dem Daumen kurz die Sattelhöhe verstellen für technische Passagen. Und es gibt auch welche, die haben hier einen kleinen Hebel. Da musst du aber dann wieder einhändig fahren und hier irgendwie darum fuchteln, bis du da den Sattel absenken kannst. Also würde ich auch eher welche mit Fernbedienung nehmen. Und es gibt natürlich verschiedene Längen. Reine Cross-Country-Fahrer nehmen oft welche mit weniger Hub. Das ist jetzt wieder eine mit mehr Hub. Es gibt 150 mm, ich weiß jetzt bei dem Modell gar nicht so genau. Und ich kann euch empfehlen, testet es mal. Auch wenn ihr bisher eingefleischte normale Stützenfahrer gewesen seid. Und auch bei Marathonstrecken, auf Schotterkurven und so macht es total viel Spaß und Sinn. Gibt euch einfach mehr Sicherheit. Und die paar Gramm wird man hier nicht merken. Die könnt ihr ja hier abspecken. Deswegen lieber Vario-Stütze auch am Marathon-Cross-Country-Fahrrad. Und da werdet ihr merken, wie viel Vorteile das hat. Auch in technischen Passagen macht viel mehr Spaß. Ihr seht, der Sattel ist immer noch fast an meinem Bauch. Aber es fährt sich viel sicherer, als wenn der Sattel oben wäre. Also, auch Bodenwellen und solche Sachen oder ein Pumptrack geht mit der Vario-Stütze super. Und ich weiß nicht genau, man kann da von der Preisspanne gehen von 150 Euro bis 500, 600, wenn man das auch noch elektronisch gesteuert haben will. Also da werdet ihr merken, habt ihr viel Auswahl. Und wer es noch nicht hat, also bitte kommentiert mal unter das Video, welches Modell ihr fahrt, seit wann. Ich fahre seit 2010 Vario-Stütze und eigentlich an den meisten Rädern auch. Nicht an allen, aber es macht schon Sinn. Früher haben wir das mit dem Schnellspanner hoch und runter gemacht. Das war dann bei welligen Trails sehr unangenehm. Wenn es dann mal sehr technisch wurde, dann wieder berghoch. Das ist einfach ein Segen. Eine der besten Erfindungen, die Vario-Stütze. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.